mal, weil es so schön war. Alles klar. Auf zum letzten. Dann haben wir dieses Kapitel dann auch endlich geschafft. Dann ist wirklich nur noch ein Katzensprung zum Finale entfernt. Und los geht's. Na? Das Betreten der Dächer ist verboten. Naja, ich hau ja schon ab, Mann. Mach dich nicht nass. Ihr dürft nicht hier sein. Laju! Ja, ich weiß, dass ich Ezio bin. Schön, dass du dich an meinen Namen erinnerst. Ah, schön. Es ist recht einfach. Na, das ist einfach. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Na, chirurgischer Eingriff. Ungesehen ein Attentat auf den Doktor durchführen. Ach, das schaffen wir doch locker. Vor allem, da wir hier rumhängen wie ein Schluck Wasser. Hm. Okay, jetzt rüber. Ihr habt unterstützt die Medizin, so. Da muss man aufpassen, wie sonst was. Okay, jetzt stürzt vorne noch Fabs ab. Kein gutes Zeichen. Warum es bekämpfen, sich verweigern, ist ein Gut. Mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Weiter werden. Oh, Mann, was soll das denn jetzt? Und Rettung brauchten wir, bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei, Lust, Stolz, Gier. Muss ich noch mit? Sagen. Wir kümmern uns nur um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Und Schuss! Geschafft. Und ungesehen. Ihr habt das Blut eines Heilers vergossen. Ist mir auch wurscht. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod. Zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um abzuhauen. Glaube ich. Hallo, Rowling. Wir sind jetzt... Aua! Aufstehen! Weg hier! Ich muss hier weg! Tempo, ich verliere ihn! Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen! Schön. Ich brauche Hilfe. Dort ist er! Packt ihn! Schneller! Verdammt! Er entkommt! Eccolo! Da! Da! Okay, abhauen. Ich bin bei dir, Fratello! Oh mein Gott. Oh, Gott sei Dank. Also, geschafft. Wir haben jetzt alle besiegt. Nun kommt das große Finale.
Nun kommt der Mensch selber dran. Okay, Fremd stürzt schon wieder mal ab, so B. Toll. Uns hört noch was. Okay, ich starte Fremd mal kurz neu, vielleicht. Okay, ein bisschen besser geht's jetzt wieder. Aber leckt trotzdem noch höllisch. Mann, wo ist denn dieser... Wo ist denn die nächste Erinnerung? Also wirklich. Dum, 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 dum. Okay. Ich höre schon auf zu singen. Ah, wir kommen schon langsam näher. Im wehrfähigen Alter. Die Stadtwache sucht neue Rekruten für Straßenpatrouillen und als Reservisten. Wo sind wir denn? Mensch, so weit kann es doch gar nicht gewesen sein. Ah, hier sind wir endlich. Und los geht's. Gut gemacht, Ezio. Was passiert jetzt? Schau. Ruhe! Ich fordere Ruhe! Ach, das ist also. Warum seid ihr hier? Warum stört ihr mich? Ihr solltet eure Häuser reinigen. Euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren. Gebete zu sprechen. Und Buße zu tun. Ach Mensch, Krebs. Was ich befehle! Das tun wir bestimmt nicht. Nein! Bringe den Apfel, Ezio! Er kann nicht weit sein! Yep. Der liegt da irgendwo. Oh nein! Oh nein! Doch. Toll. Alle Macht dem Volke, den Ehrenapfel geschaffen. Natürlich. Ach, du blödes Ass, du! Ah, natürlich. Jetzt lecken wir die Hölle hier. Ach, Mensch! Fremd, erhol dich. Jetzt holt er sich nach... Ach Gott! Kein Ausweg mehr, Stronzo! Eccolo! Tempo! Packt ihn! Zehn. Los, komm schon! Fern zum Ziel verringern, natürlich. Tempo, ich wenn ich was sehen könnte. Laju, da ist er! Auf ihn! Nein! Ja, geschafft! Dort ist er! Packt ihn! Dann warte! Ihr wisst, ich habe nur das Beste. Ich hab den Apfel. La 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 la. Puh, das war's dann. Florenz ist dann endlich sicher. Ja, alle macht dem Volke geschafft.
Nun hoffen wir mal, dass wir schnell genug Florenzien zurückkehren können. Mal gucken, vielleicht können wir hier hoch? Ja, können wir. Dieses Kapitel machen wir 100 Pro noch zu Ende und dann mache ich erstmal Feierabend. Wow. Mensch, Freds, was soll das jetzt? Oh, ich glaube, wir sollten jetzt schon eine Pause machen. Irgendwie will Fraps heute nicht wirklich. Okay, ich bin jetzt schon mal vorgerannt. Also, Fraps hat sich noch nicht richtig erholt. Eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu erheben, die von den großen Gilden ausgeführt werden. Tja, Leute, was habt ihr noch vor? So, jetzt aber. Der gute Bruder das. Zumindest das müssen wir noch schaffen. Gott ist Zeuge dieses Sakrilegs, dass ihr seine Propheten auf diese Art handelt! Schwefler, Ketzer, dafür werdet ihr brennen! Hört ihr mich? Ihr werdet brennen! Ich glaube eher, du wirst jetzt brennen, Kumpel. Freilich hast du es getroffen zu machen. Umschlungen von Sünde flehe ich um deine Gnade. Seid weg! Niemand verdient es, in solchem Schmerz zu sterben. Savonarola töten, bevor er verbrennt. Okay. Ich kann niemand um Hilfe bitten. Gesetz. So. Ruhe im Frieden, Kumpel. Du bist es. Ja. Ich wusste, dass der Tag kommt. Bitte, sei gnädig. So sei es. Geht nun, damit euer Gott euch richten möge. Requiescat in pace. Silenzio! Silenzio! Vor 22 Jahren stand ich, wo ich heute stehe. Und sah, wie meine Familie starb. Verraten von denen, die ich Freunde nannte. Rache vernebelte meinen Verstand. Sie hätte mich verschlungen. Wäre nicht die Weisheit ein paar Fremder gewesen, die mir halfen, meine Instinkte zu überwinden. Sie predigten keine Antworten, sondern lehrten mich, eigene zu finden. Uns muss keiner sagen, was wir tun sollen. Nicht Savonarola, nicht die Medici. Wir können dem eigenen Weg folgen. Es gibt Leute, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und zu viele von euch geben sie freudig her. Aber wir können wählen. Was immer wir für wahr halten, das macht uns zu Menschen. Und kein Buch, kein Lehrer zeigt euch die Antworten. Den richtigen Weg. Geht euren eigenen Weg. Folgt nicht mir oder sonst jemandem. Ach, weise Worte, Ezio. Wirklich weise Worte. Gesetz der Straße. Somit ist dieses Kapitel jetzt auch geschafft. Sequenz 13 beendet. Diesmal hat es weniger Nerven gekostet als beim letzten Mal.
Irgendwie scheint sich Fraps jetzt doch wiederholt zu haben. Interessant. Ja, und wir haben auch alle 30 Codex-Seiten. Dann auf nach Mandrigiani. Aber die hätten uns wirklich etwas näher ran absetzen können. Ja, spätestens jetzt hätten dann alle Codex-Seiten suchen müssen, denn die brauchen wir jetzt, um ins letzte Kapitel zu kommen. Und ich habe mich wohl zu früh gefreut. Mensch, Fraps, was soll der Scheiß? Beruhige dich mal wieder. Ach, na gut, noch. Okay, versuchen wir es jetzt wieder. Ja, wir sind schon in der Villa und jetzt geht's los. Ezio! Es ist Zeit, Onkel. Genau. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen habt. Nun gut. Vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant. Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Codex-Seiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach. Nein, das X markiert den Ort. Die Codex-Seiten entschlüsseln, um den Eingang zur Gruft zu finden. Alles klar. Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, alias der Spanier. Ein dunkler Fleck in der Menschheitsgeschichte. Rodrigo hinterließ eine kilometerbreite Blutspur bei seinem Versuch, Italien unter dem Templerbanner zu einen. Jeder, der sich ihm entgegenstellte, wurde entweder zerstückelt oder, mit viel Glück, vergiftet. Als er endlich zum Papst ernannt wurde, nutzte Rodrigo, oder Alexander der VI., seinen Einfluss, um Kriege gegen jede Stadt zu führen, die gegen die Templer war. Und dann sind da Gerüchte über weitere Gräueltaten. Hunderte von Kurtisanen, die mit Karren in den Vatikan gebracht wurden. Und auch die enge Freundschaft des Papstes zu seiner unehelichen Tochter Lucretia. Oh, au. Erwähnte ich, dass die Morde nie aufhörten? Ja. Während all seiner öffentlichen Ausschweifungen ermordete Rodrigo seine Feinde hinter den Kulissen, um den Einfluss der Templer immer weiter zu stärken, bis sie an die Macht kommen würden. Rodrigo war also der Schlimmste von allen. Anführer der italienischen Templer. Na, der macht seinen Job wirklich gut. Na gut. Los geht's. Versuchen wir, die Gruft zu finden. Ach du Schande. Jetzt müssen wir quasi puzzeln. Ah, jetzt kapier ich's. Puh, aber mal gucken. Oh. Nein, das wollte ich jetzt nicht lesen. Okay. Ah. So also. Das ist schon richtig. Man muss nur richtig hindrehen. Nett. Upsala. So. Na, dann ist es ja nicht so schwer. Jo, das haut schon mal hin. Das haut auch irgendwie hin. Ja, das haut dann auch hin. Okay. Ah. Ich
muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, das sieht schon fast aus wie eine Weltkarte. Ah, das könnte echt eine Weltkarte werden. Ah ja, jetzt wird's wirklich eine. Ja, es ist eine. Bingo. Okay, habe ich jetzt noch irgendwo... Ah, da oben bestimmt. Das Assassinzeichen ist falsch rum. Okay, noch irgendwo was? Das da steht Kopf. Ha, geschafft. Eine Weltkarte. Ist eine Karte der gesamten Welt. Aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch. Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich? Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft. Sie ist anscheinend in Rom und der Spanier. Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Kodex sprach immer von zwei Schlüsseln. Zwei Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der zweite Edensplitter. Oh, seit Jahren, nein, Jahrzehnten suchen wir diese Antworten. Und nun endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Schön. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Alles klar, aber jetzt mache ich erstmal Pause. Denn das große Finale werde ich mir für morgen aufheben. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.